Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zu einem neuen Adventskalender-Auspack-Video. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, um dieses Bild hier zu verarbeiten, um dieses Bild zu verarbeiten, um den Ton hier zu verarbeiten. Ich weiß, es ist viel zu verdauen, aber ich dachte mir halt, wenn ich schon mal einen Kameramann als Freund habe, frage ich ihn einfach mal, hey, kannst du mir helfen, das Bild einzurichten? Eine Stunde später sitze ich jetzt hier mit einer zweiten Kamera und dem, was ihr seht. Für mich ist es ein bisschen ungewohnt, aber wir fangen jetzt einfach mal an und wir werden uns schon dran gewöhnen, oder? Sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich es immer so anteasern muss, aber heute packen wir den Jet Set Glow Adventskalender von YesStyle aus. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, dieser Adventskalender war so schwer zu bekommen, dass ich an dieser Stelle sagen muss, dieses Video ist nicht komplett ungesponsert. Denn ich habe dreimal versucht, zum Release diesen Adventskalender zu bekommen. Bin morgens aufgestanden, hab mir einen Wecker gestellt, saß da um genau die Sekunde und der war immer weg. Und dann dachte ich, setze ich mal meine Influencer-Power ein und schreibe sie mal direkt an, ob sie mir den schicken können. Und sie haben ja gesagt. Also das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ich habe den zum Ausprobieren zugeschickt bekommen. Und jetzt werden vielleicht ein paar ausrasten. Ich darf sogar einen zweiten verlosen. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, ist auf Instagram schon die Verlosung online gegangen. Also wenn ihr unbedingt diesen Adventskalender gewinnen wollt, schaut nach dem Video auf Instagram, auf meinem Profil vorbei. Ihr müsst nicht die Ersten sein, das spielt gar keine Rolle. Und alle Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich in der Infobox. Danke, danke. Danke, ich weiß. Ich bin die Beste. Und jetzt will ich gar nicht weiter reden. Mein ungeschminktes Gesicht freut sich einfach auf diese ganzen Produkte, die da drin sind. Ich bin ein riesen koreanische Beauty-Produkte-Fan, falls ihr das schon so ein bisschen bei mir mitbekommen habt. Ich benutze sehr viele Waschgele, Make-up-Produkte von koreanischen Marken. Ich weiß nicht warum, aber seit ich sie benutze, ist meine Haut einfach 100-mal besser geworden. Und deswegen schwöre ich so ein bisschen da drauf. Es kann natürlich Placebo und Einbildung sein, weil ich irgendwie Korea mit Beauty verbinde und dadurch halt mehr Vertrauen in die Produkte habe. Aber egal, wir fangen jetzt an. Dieser Adventskalender hat 155 € gekostet, also absolut nicht billig. Und ich bin wirklich gespannt, was sich darin befindet. Da, 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 da. Oh mein Gott. Eine Sache zur Verpackung. Ich finde sie beautiful. Das Einzige, was ich ein bisschen ironisch finde, ist Jet Set Glow als Motto. Ich denke mal, das war schon länger geplant. Aber gerade für 2020 ist Travel-Thema halt kompliziert, ne? So klappt man ihn auf und er sieht einfach super cute aus. Es ist einfach ein wunderschöner Adventskalender. Ich meine, man bezahlt auch 155 € dafür, also es sollte er schon schön sein. In Türchen Nummer 1 befindet sich Fick. Bitte achtet nicht auf meine Schere, die ist wirklich ugly. In Türchen Nummer 1 befindet sich ein Feigen-Saubermach-Creme. Okay, ich trage jetzt kein Make-up, deswegen kann ich das nicht benutzen. Oh mein Gott, cute. Mit so einer kleinen Schaufel. Das ist einfach geil. Hier ist irgendwas mit 7,8% drin. Leider ist das auf Koreanisch alles geschrieben. Deswegen keine Ahnung. Was ich halt denke, ist, dass die Produkte nicht so unglaublich viel kosten werden. Die wird für 17 € verkauft. Stabiler Preis und wunderschöner Look. Türchen Nummer 2. Oh mein Gott, die Türchen sind so groß und die Produkte da drin auch. Wow. Okay, was haben wir hier? Aromatica Reviving Rose Infusion Cream Cleanser. Wieder was zum Reinigen. Mann, Leute, mein Gesicht ist sauber. Aha, also wieder ein Make-up-Remover. Aber nicht zum Augen wegmachen, also wirklich nur für dieses Gesicht. Das ist eine sehr schöne Flasche. Die erinnert mich ein bisschen an Kylie Skin. Was kostest du denn? 21,75 €. Zweimal hintereinander etwas zum Make-up wegmachen. Was befindet sich in Türchen Nummer 3? Hope, oder wie ich sagen würde, J-Hope. Wie sie gönnen. Warum ist es in asiatischen Ländern so normal, dass man so cute einfach ist? Eine Packung kostet 3,29 € mal 5. Ching. Also das sind Augenpatches. Das macht eigentlich schon Sinn, oder? Man hat jetzt erstmal Reinigungsgel bekommen, also wäscht man sich die ersten Tage. Und jetzt pflegt man die Haut. Oh mein Gott. Die Augenpatches sind ein Herz. Und jetzt breche ich das Herz. Oh, ist das ein gutes Gefühl. Richtig kühlend. Boah, mit so einer Scheiße kriegt man mich auch, ne? Was ich krass finde, ist, da sind drei Sheets drin. Ich könnte jetzt theoretisch mein ganzes Gesicht damit vollkleben. Das finde ich sehr gut. Türchen Nummer 4. Das
ist, glaube ich, echt so sortiert. Irgendwas steht da drauf mit Augen. Hier steht einfach absolut nicht, was es ist. Ist das Lidschatten? In Korea benutzen ja die Frauen meistens nur diese natürlichen Farbtöne, weil sie einfach ihre natürliche Schönheit hervorheben wollen und halt nicht so wie in anderen Ländern. Also es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber das ist halt so die Regel, könnte man schon sagen. Ich fange an mit der roten Farbe. Sehr pudrig. Ja, absolut natürlich. Das ist komplett meine Hautfarbe. Dann haben wir hier noch hier das Braun. Aber das Glitzer gefällt mir gut. Weil das hat so einen durchgehenden Schimmer. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Ich bin mir noch nicht so sicher über diese Kamera. Das ist so eine richtige Daily Palette, um einfach nur so ein bisschen was zu machen. So, was haben wir? Better than eyes. Besser denn Augen. Ah, okay, man kriegt eigentlich einen Dreierpack. Ist ein Bestseller. Hat nur gute Bewertungen. Eine Palette kostet somit 4 Euro. Ching! Ganz viele fragen mich immer, woher ich dieses Stirnband habe. Und das habe ich in New York in einem koreanischen Beauty-Laden gekauft. Aber ich habe gehört, das gibt's auch bei Teddy. Genau das Gleiche. Na 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 na. Ich liebe mein Leben. Okay, wir machen weiter mit Türchen Nummer 5. Bis jetzt muss ich aber sagen, ich kenne noch keine Marke. Also das sind alles neue Produkte, aber gut, ich kenne auch nur 4 oder so. Was haben wir hier? Professionelle Skincare. Ich glaube, das an der Seite ist nur so ein Tipp, wie man sich so seine eigene Maske noch zusammenstellen kann. Das ist hier aber jetzt eine Maske. Ja, wie benutzt man die? Das ist eine Maske und man kann sie mit Ampullen noch pushen. Also ich mache die jetzt drauf und die soll 5 bis 10 Minuten auf meiner Haut sein und dann muss ich sie abwaschen. Und dann kann ich auch die Patches abmachen. Blub. Ich muss aber auch sagen, so sehr ich die koreanischen Beauty-Produkte und so feiere, ich bin froh, dass ich nicht in so einem Land lebe, was so oberflächlich ist. Also ich glaube, das ist dort schon echt eine ganz andere Hausnummer als bei uns hier. Ich muss sagen, bei uns werden langsam Operationen und irgendwelche Gesichtsoptimierungen werden ja auch immer normaler. Wow! Die Maske fühlt sich auf meinem Gesicht richtig gut an. Also ich merke nur, dass es kühl ist, aber jetzt kein Brennen oder Jucken oder irgendwas. Was kostest du, professionelle Gesichtsmaske? Die kostet 25 Euro. Türchen Nummer... 6. Mal gucken, ob sie in Korea auch Nikolaus feiern. Das ist in unserem nächsten Türchen drin. Ich weiß nur nicht ganz genau, was das ist. Beautiful. Es soll hydrieren. Ist aber ölig. Also 2 bis 3 Tropfen und es soll, bevor man sich eincremt, benutzt werden. Ich lasse eigentlich nicht so viel Öl in mein Gesicht, aber das sieht schön aus. Ich bin so ein Konsumopfer. Ich liebe es einfach. Koreanische Beauty-Produkte kriegen mich sofort. Ich bin doch vielleicht auch nicht der beste Bewerter, was das angeht. Aber ich wasche jetzt mal mein Gesicht ab. Ja, die Maske ist jetzt trocken. Meine Maske ist wirklich sehr trocken geworden. Die sind auch schon lange drauf. Wir ziehen jetzt mal unsere süßen, cuten Dinge ab. Warte mal, bevor ich mich abwaschen gehe, gucke ich mal, wie viel das kostet. 33! Grundlegender, wässriger Öltropfen. Ich check das nicht. Ist es nun Feuchtigkeit und Wasser oder Öl? Dieses Serum auf Wasserbasis enthält neben Reis- und Seetangextrakten auch grünes Teeblattwasser, Keramid, Peptide sowie Natriumhyaluron und hydratisiert die Haut intensiv, fördert gleichzeitig die Zellregeneration. Die nicht klebende Formel zieht schnell in die Haut ein. Also nicht klebend, okay. Ich gehe mal ganz kurz mein Gesicht waschen. Also ich kann euch sagen, das Wascherlebnis ist ganz toll. Also ich wasche mein Gesicht auch mal grundsätzlich mit so einem Mikrofaserhandtuch. Ich fühle mich irgendwie 3 Farbtöne heller, aber das kann nicht sein. Aber hat es vielleicht die Röte ein bisschen weggenommen? Jetzt geht's weiter mit unserem wässrigen Öl. Ganz normaler Move. 1, 2, 3. Ganz zart. Okay, es fühlt sich überhaupt nicht ölig an. Es ist kein Stück ölig. Oh, wow. Also, mein Gesicht fühlt sich einfach feucht an. Ich find's gut. Gut, nächstes Türchen. Türchen Nummer 7. Tint Moonshot. Oh, ich glaube, das ist Make-up. Kreiere deinen Frühlings-Make-up-Look mit diesen Lippenfarben. Erhältlich in 5 intensiven Frühlingsfarben mit einer wässrigen Textur für ein glänzendes Finish sorgt. Was macht man denn damit? Ich glaube, das ist Tinted Lippenstift. Ich bin jetzt... Ja, wir machen den mal drauf. Ich habe keine Ahnung, was es ist. 8,79 Euro. Tsching. Oh mein Gott, ich lieb's.
Ey, Leute, ich... Sagt mir bitte, dass, also das ist vor allem, man sieht kein bisschen, dass ich was auf den Lippen habe. Ich habe einfach nur gerade die Lippenfarbe verändert. Also außer, wo ich hier übergemalt habe. Korean Beauty ist die beste Beauty auf der Welt. Wirklich unglaublich. Wir machen weiter. Türchen Nummer 8. Black Tea Eye Cream. Ich weiß nicht, ob ihr Augencreme kennt, aber Augencreme ist sonst eine sehr kleine Packung und das ist eine sehr große Packung. Hallo Kito. Hallo, Rasta. Na? So? Gut, ich packe gerade einen Adventskalender aus. Echt? Ja. Wer ist das Auto gefahren? Mercedes. Willst du auch? Ihr seid Mercedes gefahren? Naja, Leute, ich muss leider fertig drehen. Ich rufe dich in einer Stunde an, ja? Gut, okay. Was ist das für eine Verpackung? Wow, nee. Oh, ich hoffe, es nimmt es ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob es das aufnehmen kann. Das hat einen Holodruck drauf. Okay, sie kostet nur 15,95 Euro. Wirkte irgendwie gerade viel krasser. Die geruchsneutrale Augencreme wird mit Extrakten aus Papiermaulbeere, fermentierte schwarzen Tee versetzt, um die Augenpartie Falten und feine Linien zu reduzieren. Die Creme ist außerdem Shea Butter, Macadamia. Boop. Oh. Augencreme hat irgendwas Befriedigendes. Werde ich immer rot unter der Augenpartie gerade. Ja, ich meine, an die Falten ist immer gut, ne? Türchen Nummer 9. Oh. Ah, die stopfen die Türchen aber auch voll. Ey, die hauen da echt rein. Ja gut, wenn man 150 Euro bezahlt, du, dann will man aber auch was für kriegen, ne? Also, als nächstes haben wir eine Fußmaske, die 60 bis 90 Minuten einwirken soll. Perfekt. Okay, wir, Jetzt mal meine Füße. Ich zeig euch nicht meine Füße. Nicht, weil ich euch nicht vertraue, aber es gibt so ein paar Menschen auf dieser Welt, die Füße einfach zu gerne mögen. Meine Füße haben das nicht verdient. Oh, jeder Fußfetischist gerade ist richtig traurig. Oh Mann, ich wollte ihre Füße sehen. Das riecht aggressiv. Oder? Es sieht ganz schön intens aus. Man kriegt das einfach so. So, und da stecke ich jetzt meinen Fuß rein. So, 60 bis 90 Minuten, okay. Also in einer Stunde. Fuß Nummer 2. Also sitzt super. Ich kann es nicht beschreiben, warum ich das so schlimm finde, aber es ist, glaube ich, weil sie so feucht sind. Die sind nicht so komplett im Wasser, die sind feucht. Nett, dass man auch 3 Stück davon gekriegt hat. Ich habe auf TikTok letztens gesehen, dass man durch so eine Fußmaske, also dass sich so die ganze Haut im Fuß ablöst, also die ganze Hornhaut. Oh, ich wollte das mit Timo zusammen machen. Wir wollten beide so eine Fußmaske draufsetzen. Kriegt er heute Abend seine eigene. Eine Maske kostet 5,95 Euro. Also mal 3, 18 Euro. Tsching. Okay, Türchen Nummer 10. Da ist sie. Beruhigungscreme. Okay, was macht diese Beruhigungscreme? Sensible, ölige und trockene Haut. Die Medicisia Calming Cream beruhigt und generiert die Haut auf milde und natürliche Art. Ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt hat sensible, ölige Haut und trockene. Oh. Ich weiß nicht warum, aber meine Stirn ist irgendwie meine größte Sorge. Ja, die Creme ist gut. Mein Hauptsache, ich kriege auf nichts eine Reaktion, ne? Und in Türchen Nummer 11 war dieser Glitter-Eyeshadow drin. Den habe ich leider vergessen auszupacken. Sorry. Türchen Nummer 12. In Türchen Nummer 12 befindet sich Kollagen Curling Fix 6,30 Euro. Tsching. Diese dermatologisch getestete Wimperntusche wurde mit Meereskollagen formuliert und um schwache Wimpern mit Nährstoff zu versorgen. Mit dieser Wimperntusche werden schwache Wimpern gestärkt. Wow, also die ist so fein. Man kann 30 Mal drüber gehen. Passt aber zu diesem natürlichen Look, den Koreaner ja gerne mögen. Ich habe das Gefühl, meine schwachen Wimpern wurden jetzt gestärkt. Ja, ist okay. Türchen Nummer 13. Clean Gel. Oh no. Die kann man benutzen, um einzelne Pickel zu behandeln oder für die ganze Haut ganz dünn. Ich habe einen an der Lippe, den können wir behandeln. So, mal gucken, was damit passiert. Was kostest du, Pickelcreme? Schwefel? Ist das normal? Dieses Gel wurde speziell für unreine Haut entwickelt und enthält 3% kolloidalen Schwefel, der für seine antibakterielle Wirkung bekannt ist. Das Gel trocknet
überschüssigen Teig aus und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und glättet das Hautbild, um Aknenarben und Pigmentierungen aufzuhellen. 20 Euro. Tsching. Diese Anti-Pickel-Sachen, die sind teuer. Türchen Nummer 14. All Care Recovery. Diese zu 100% veganen Pickelpflaster absorbieren Eiter und schützen die Wunde mit, während die Haut gleichzeitig, okay. 51 Pflaster sind da drin. Okay. Wer die Rückseite sieht, ist klar im Vorteil. Mittlerweile sind alle Produkte entweder vegan oder halt, dass es steht, dass es nicht an Tieren getestet ist. Also ich glaube, da kann, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, das ist, also sowas habe ich echt noch nie besessen, so Pickelpflaster. Super, klasse. 7,19 Euro. Tsching. Nummer 15. Black Snail. Also Schneckenprodukte sind ja auch irgendwie, was ich typisch mit Korea so verbinde. Schwarze Schneckencreme. Das Anti-Aging-Serum enthält 70% Schwarzschnecken. 70% Schwarzschneckenextrakt, der die Spannkraft der Haut verbessert. 5 schwarze Superfood-Sorten, schwarze Bohnen, schwarzer Reis, schwarzer Sesam, Kelbe und Aubergine, sowie Cantella-Extrakt und Glättung und Falten. Also Anti-Falten, straffe Haut-Serum. Und sie kostet 13 Euro. Türchen Nummer 16. Okay, jetzt haben wir hier irgendein Pure Fit Powder. Das sieht aus wie Medikamente. Das vielseitige Zika-Puder kann mit anderen Hautpflegeprodukten kombiniert werden, um Rötungen zu lindern und empfindliche Haut zu pflegen. Oh, 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 die Marke kenne ich. Die benutze ich auch. Cosrx. Man soll entweder seinen Gesichtstoner oder ein Serum nehmen und das noch auf die Hand. Das drauf und dann miteinander vermischen und dann hast du noch mal extra gegen Rötungen was. Ich meine, coole Idee, aber die Umsetzung? 10 Euro. Türchen Nummer 17. Hier haben wir was wieder von dieser gelben Marke. Brightening Sleeping Mask. Was heißt denn Brightening? Meinen Sie damit aufhellen oder einfach Leuchtkraft? Also die ist gut bewertet. Kostet 13 Euro. Ideal für trockene, dunkle und unebene Haut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Flecken habe, aber ich traue mich jetzt irgendwie auch nicht, was auf meiner Haut zu machen, was sie so aufhellen soll. Türchen Nummer 18. Und schade, dass ich nicht mehr so viel benutzen kann, weil ich ja jetzt quasi mein Gesicht gepflegt habe. Velvet Lipstick. Wir müssen auch wirklich nicht darüber reden, ob dieser Adventskalender seinen Preis wert ist. Also da ist auch schon wieder komplett übertrieben, was hier alles drin ist. 12 Euro. Für diesen Lipstick. Schöne Farbe. Der halbmatte Lippenstift lässt sich sanft und ebenmäßig auf die Lippen auftragen mit einer hohen Farbintensität, ohne zu verwischen. Er macht halt, was er machen soll. Er ist matt. Ist halt nur komisch, weil ich kein Make-up oder so drauf habe und jetzt halt Wimperntusche und Lippen. Ist ungewohnt, ich bin ehrlich. Türchen Nummer 19. Jetzt kommen sie mit den Lippenprodukten. Lip Jelly. 6,50 Euro. Und sehr oft gekauft und sehr gut bewertet. Ich finde es ein bisschen eine strange Verpackung. Oh mein Gott, ist das cute! Da sind ja Herzen drin. Ich meine, ist perfekt. Jetzt habe ich rote Lippen und jetzt kann ich den Lip Jelly drauf machen. Also Lip Gloss. Irgendwie riecht das süß. Oh, ist das cute. Oh mein Gott. Der Jelly Lip Gloss enthält niedliche Herzförmchen Glitzer und gleitet sanft auf den Lippen, um dein Make-up zu perfektionieren. Erhältlich in Transparent oder in Berry Sugar. Was habe ich? Habe ich Berry Sugar? Nee, ich habe Berry Sugar. Türchen Nummer 20. Wir kommen langsam dem Ende zu. Das sieht ja wunderschön aus. 23,05 Euro. Die hochwirksame Essenz besteht aus 8 Arten von Hyaluronsäure, um Feuchtigkeit und Nährstoffe für müde, dunkle, strapazierte und trockene Haut zu spenden. Also, das ist ein Feuchtigkeits-Boom-Boom. Macht hier nochmal extreme Feuchtigkeit. Finde ich gut. Ach komm, bei Gesichtsbehandlungen kriegt man auch 30 Millionen Cremes und Sachen aufs Gesicht. Da kann ich auch viel drauf schmieren. Viel hilft viel, glaube ich. Fühlt sich auch wieder fantastisch an, nicht klebend. Ja, doch ein bisschen sticky ist es schon. Ja, aber ist ein gutes Gefühl. Ja, noch eine weitere Pflege. 21. Schade, ich wollte echt noch ein bisschen mehr Make-up. Spot Care Powder. Ja, okay, ist wieder irgend so ein Magic Powder. Nee, gibt's nicht. Also man
benutzt es direkt auf seine problematischen Areas. Boah, wir sind fast am Ziel. Türchen Nummer 22. Ja, das wird wieder hier vollgestopft. Sieht wieder aus wie Kylie Skin. Wieder eine Maske. Okay, also Probiotics Relief Mask. Ah, das ist, das kommt im 5er-Set. Okay, 10 Euro. Ist aber nicht so gut bewertet. Also 3,5 Sterne. Das ist untypisch. Eine Tuchmaske für sensible Haut. Türchen Nummer 23. Primer. Ja, Mensch, Primer wäre doch gut, wenn man dann vielleicht auch irgendwas anderes für Make-up noch kriegen könnte. Beautiful. Fuck. Wow. Das hat viele Bewertungen, viele gute Bewertungen. 18,42 Euro. Das durch die Zusammensetzung von rotem und blauem Licht entstehende violette luminäre Pigment erhält das Gesicht und definierende Gesichtszüge. Rotes Licht lässt die Haut heller erscheinen, während das blaue Licht die Haut sauber und klar erscheinen lässt. Mit Rot und Blau wird hier gearbeitet, okay. Das sieht aus wie eine Creme. Nein, das ist ein... Das hat wirklich ein... Das hat wirklich so ein... Das hat wirklich so einen rot-blauen Schimmer. Und es riecht nach Sonnencreme. Und ich habe jetzt wirklich einen rot-blauen Schimmer. Also glowy bin ich jetzt auf jeden Fall. Leute, wir sind angekommen. Es ist Weihnachten. Wir gehen zu unserem Adventskalender. Okay, es ist Heiligabend. Wir gehen zu unserem Adventskalender. Und was finden wir da drin? Etwas Großes. Face Contour Lookbook. Oh, ist das süß. Das sieht wirklich aus wie so ein kleines Buch. So, jetzt lese ich euch eine kleine Weihnachtsgeschichte vor. Das sind krasse Farben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, das sind Highlighter. Ja, Blush und vielleicht ein bisschen Kontur, ja. Ja, ich meine, okay, das ist halt universell benutzbar. Make-up wäre jetzt an dieser Stelle wirklich blöd, weil dann wären andere Hauttöne als super hell schon ausgeschlossen. Und man hat eine Eyeshadow-Palette und zwei Lippenstifte. Das ist okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr Make-up gewünscht, muss ich sagen. Ich gehe jetzt nochmal meine Fußmasken abmachen und dann sehen wir uns zum Feedback wieder. Ich befinde mich vor meiner Badewanne und ziehe meine Fußmasken ab. Juhu! Oh, ist das geil. Oh, ist das kühl. Ich würde euch ja gerne meine Füße zeigen. Aber da gibt es gar nicht so viel zu sehen. Wenn was passiert, ich glaube, das wird sich jetzt erstmal ablösen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass da jetzt eine Rötung kommt oder irgendwas, was nicht so sein sollte, aber nö. Hat aber zum Ende hin ein bisschen gejuckt. Vielleicht finde ich die Face-Kontur ja noch woanders. Dieser Artikel ist momentan ausverkauft. Deswegen hat es wahrscheinlich nicht gefunden. Ja, ich sag mal so, ich glaube, ich habe gerade 30 Euro gesehen. 30 Euro, tschitsching. Mein Fazit zu diesem Adventskalender ist natürlich, ich liebe koreanische Beauty-Produkte, deswegen liebe ich auch diesen Adventskalender. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass es nach diesen ganzen Pflegeprodukten mehr Make-up-Produkte gibt. Oder vielleicht solche Öhrchen, so ein bisschen Spielkram. Aber wenn wir uns die Preis-Leistung anschauen, dann ja, das ist, man kriegt was für seinen Preis. Ein bisschen viel Pflege, aber vielleicht auch gut für Leute, die sich damit noch nicht so auskennen, dass sie ein bisschen Produkte entdecken können. Und ihr denkt bitte an meine Verlosung auf Instagram. Könnt ihr diesen Adventskalender gewinnen? Vielleicht für euch selber oder für jemanden, den ihr sehr gerne habt. Schaut da vorbei, so heiße ich da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich genauso professionell, weil ich glaube, das war eigentlich ganz gut. Es sei denn, ihr fand es furchtbar. Also schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Set hier, ob euch das gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Auspacken, ne? Da kommen jetzt noch ein paar Adventskalender. Ich habe noch was für Nägel, ich habe noch den EMP, noch eine Menge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!